Buyakaya und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich zusammen mit Maya ein Tomatengewächshaus von der Firma Gardoll aufbauen. Dieses Tomatengewächshaus haben wir selber gekauft und bezahlt. Keine Werbung. Es hat eine UV-beständige, wasserabweisende, abnehmbare Hülle aus PE-Gitterfolie, pulverbeschichtetes Gestell. An der Seite sind zwei Fenster und die Haupttüröffnung ist mit Reißverschluss. Man kann also das schön und bequem auf- und zumachen. In diesem Gewächshaus wollen wir natürlich nicht nur Tomaten reinpflanzen, sondern auch andere Pflanzen. Welche es sein werden, das erfährst du später. Gut, wollen wir anfangen jetzt mit dem Aufbau? Ja. Also nicht lange schnacken, auf geht's! Zum Aufbauen von diesem Gewächshaus brauchen wir keine Werkzeuge. Alles Stecksystem, Folie einmal draufziehen, sollte fertig sein. So sieht das Paket aus. Ziemlich klein, ziemlich leicht. Das Tomatengewächshaus kostet auch nur 25 Euro bei Bauhaus. In der Verpackung ist die Folie, unsere Hülle, ein bisschen Seil, die ganzen Steckelemente und natürlich das Gestell. Hier sind noch Anker. Alles ist schön gekennzeichnet mit Buchstaben. So. Also sollte ein Kinderspiel sein. Schau mal, die ganze Bauanleitung passt auf einen DIN A4 Zettel drauf. So, im ersten Schritt brauchen wir 4x A. Guck mal. Wie viele sind das? Das sind 5 A's. 1, 2, 3, 4. Das heißt, eine ziehst du raus. Eine raus. Oder hier kannst du das alles haben. Zack. Und ja. Dann brauchen wir 2x B. Gib es mir 2x B. Also 4x A, 2x B und 2x F. Hast du F? 2x F. Genau. Null Probleme. Es gibt auch. Dazu brauchen wir noch sowas. Viermal. 2x F. 1x F. 2x F. Dann brauchen wir 1x A. 2x A, 3x A, 4x A, 1x B und 2x B. So sieht das aus. Also. Guck mal, so groß wird das sein. Da. Und später wollen wir diese Eimer hier so reinstellen. Und die passen haargenau hin. Perfekt. Ja. So wird das sein. Und hier werden unsere Pflanzen wachsen. Total cool. Der zweite Schritt, 4 Elemente mit Buchstabe C. Hier steht, so, das ist Regen abhaltet. Ja, natürlich, das muss ja Wasser abholen. Die C-Stangen haben einmal Öffnung und einmal so ein Klemmelement. Und das muss nach oben sein, ne? Zeigen. Sonst geht das ja nicht rein. Genau. Guck mal, wir haben was falsch gemacht. Ja. So, guck mal, gehen wir mal weiter. Falsches Element? Ja! Guck mal, es gibt zwei Arten von Verbindungsstücken. Einmal 90 Grad und einmal leicht geneigt. Das ist für oben, also für das Dach. Und unten brauchen wir 90, 90, 90, 3x 90. Ja, einen haben wir verwechselt. Aber ist nicht schlimm. Vorteil natürlich, man kann, egal wie oft man das zusammensetzt, immer wieder verbinden. Keine Schrauben, geht wunderbar. Also es kann einstürzen, man kann es leicht wieder aufbauen. So oder so ähnlich. So wie es aussieht, die 90 Grad Ecken sind unten. Es gibt 4 Stück mit Nummer 4 und 2 Stück mit Nummer 8 und 2 Stück mit Nummer 13. Wir bauen jetzt C auf, ne? C. Dann wieder einstecken. Im dritten Schritt brauchen wir D, 4x D. Viermal? Ja, 4x D und 2x A. Das geht nur 2 aber. Nee, 4x D und 2x A. Du hast das A. D werden vorne sein. Wo ist D denn? Eis, ganz vorne. Wo ist D? Wo ist D? Ich krieg kein D. D hast du mir schon gegeben, jetzt brauche ich noch A. Noch ein D? Wie viel A? 2 A. Hier ist ein A hier. 2 A. Okay. Genau. 1. Guck mal, eins liegt da. Eins gibst du mir noch. Das wieder in die Verpackung wieder. Also D ist oben, vorne und A ist hinten. Und das sieht richtig gut aus, wenn man sich ein Haus baut. Ja. So, und das ist die maximale Höhe. So hoch wird das Gewächshaus sein.
Die Montage von den 13er und 8er Winkeln, Verbindungselementen, ist ganz einfach. Da wo die Zahl ist, das zeigt nach unten. Das heißt, wir haben hier die Zahl, 8, und die stecke ich hier so rein. Und das ist jetzt bei 13, hier haben wir die Zahl 13, so steht das, und dann ist der Winkel korrekt. Jetzt brauchen wir 2x E. Hast du 2x E? Gibst du mir bitte 2x E? Ich gehe auch nur 2x E. Jo. Zack. So, wieder in die Verpackung wieder. Die E-Elemente kommen nach ganz außen. Jetzt brauchen wir erstmal 2x A. Und 4x A und 2x B. Einmal B zu mir. Und die 4 As. Alle As, genau. Also hier müssen wir, die Bs werden in der Mitte sein. Und links und rechts sind die As. Zack. Und das stecken wir jetzt erstmal hinten rein. Ja. Okay. Und jetzt nochmal dasselbe. B. A links. A rechts. Und ab nach oben mit durch. Oh, das sieht schon aus wie so ein Haus. Das reicht. Das sieht schon aus wie ein richtiges Haus. Hausmaus. Da, da, da. Und jetzt kommen die Gs. Und für G brauchen wir noch diese Verbinder. Die kommen hier so rein. Einmal vorne, einmal hinten. Zack. So. Und dann wird das jetzt einfach eingeklemmt. Das war's auch schon, ne? So. Und jetzt kommt die Folie drauf. Und so schnell ist das Tomatengewächshaus aufgebaut. Eine Sache noch, man muss das noch fixieren. Und zwar, es wird wie ein Zelt befestigt. Hier hat man solche Schlaufen, man hat Seil und Anker. Und dann spannt man das mit Seil fest, steckt man das in die Erde und dann ist das befestigt. Ich mache das aber nicht. Ich habe das aber ein bisschen anders befestigt. Und zwar, ich hatte noch zwei solche Stahlprofile. Die habe ich ungefähr einen halben Meter in die Erde reingeprügelt. Und dann mit Kabelbinder verbunden. Und somit kann das auch nicht mehr wegfliegen. Zudem habe ich die Folie, die innen liegt, mit solchen Ankern befestigt. Und zack. Und jetzt ist das alles schön fest und straff. Jetzt flattert das nicht mehr und man kann ohne Probleme Reißverschluss auf- und zumachen. Und hier haben wir die Seitenfenster. Wenn das zu heiß wird, kann man einfach aufmachen oder zumachen. Ich habe so einen Mörtelkasten gekauft, also insgesamt 4 Stück. Und da werden wir unsere Pflanzen reinsetzen. Ich werde das jetzt schön mit Erde voll machen und dann stelle ich das alles hier rein. Es passt perfekt. Zu diesem Tomatengewächshaus passen die 65 Liter Mörtelkasten am besten. Die Erde für unser Treibhaus nehme ich aus unserem Komposter. Wir haben hier schon ein bisschen Erde entnommen, aber es sollte noch genügend da sein. Als erstes werden wir die Tomatenpflanzen einpflanzen. Eine Pflanze kommt hier, eine da und eine da. Und so sieht das aus.
schön versetzt, damit die Pflanzen möglichst viel Platz haben. Mehr Pflanzen kommen hier nicht rein. Als nächstes kommen die Gurken, auch leicht versetzt, damit die schön viel Platz haben. Zack, super. Hier sieht man auch schon, dass die Verpackung sich auflöst. Also wenn wir das jetzt so eingraben, dann wird das nach ein paar Wochen sich komplett auflösen, zersetzen. Hier hat schon eine Blüte sogar, die da. Wow, cool. Aber zeig mal. Ja, das sind die Wurzeln. Zeig mal in die Kamera. Die Blüte. Kannst du hier, guck, guck mal, da, hier. Da ist schon eine Blume. Und hier, guck mal, hier springen die Wurzeln raus. Wurzeln ja. Raus. Ist höchste Zeit, dass wir das aussetzen, ne? Ja. Halt fest. Heute ist der perfekte Tag. Wirklich. Genau. Und ganz viele Würmer wohnen hier auch. Ja, die haben jetzt schön gut hier. Bei uns. Und können schön unsere Erde locker halten. Nee, nicht die Bratpfanne, so gut. Ich wollte gerade die Bratpfanne da reinsetzen. Ja, habe ich gemerkt. Ja. Perfekt. So, jetzt kommt andere. Wunderbar. Aber auch hier nicht mehr als drei Pflanzen werden wir reinsetzen, sonst haben die keinen Platz zum Wachsen. Also jetzt perfekt schön versetzt, haben möglichst viel Platz. Und jetzt kommt Paprika. Wir haben drei Stück. Die setzen wir hier so. Und jetzt Brokkoli oder Blumenkohl? Man weiß es nicht, welches ist es, weil alle gleich sind. Ja, und die sehen, die Blätter und alles, die Pflanzen sehen gleich aus. Brokkoli oder Blumenkohl. Und in den letzten Kasten kommt Brokkoli und Blumenkohl wieder mal. Die Seite werden wir für Babymöhren benutzen. So hier, Mini-Möhrchen. Wir machen das zum ersten Mal, falls ihr irgendwelche Ideen habt, beziehungsweise falls wir was falsch machen, ne? Könnt ihr ruhig schreiben, uns verbessern, uns Tipps geben, das wäre toll. So, das war die letzte Möhre, das war's. Oh, voilà. Wo ist die Pflanze? Eingebuddelt. So, perfekt. Und jetzt schnitzel ich. Zack, 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 wundervoll. Möhrchen, Brokkoli oder Blumenkohl, ne? Und jetzt gieße ich die Gurke. Und somit sind wir am Ende. Die Pflanzen sind drin, wir haben die ausgiebig gegossen. Jetzt sind wir gespannt, wie die anwachsen werden und allgemein wachsen werden. Und welche, ja, Pflanzen es werden. Welches Pflanzen es werden, ob es Blumenkohl, ne? Blumenkohl und welche Brokkoli sind, Brokkoli das wissen wir nicht. Falls du einen Tipp hast, kannst du ruhig unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wir werden das weiter verfolgen. Wenn die Pflanzen ein bisschen größer sind, machen wir noch ein Video. Wie wir die essen. Und dann später, wie wir die essen. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du dabei warst. Abonniere meinen Kanal, gib ein Like, schreib unten in die Kommentare. Ansonsten, Buyakaya und die Reise geht weiter.